Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Ich habe mir, wie die Frage an mich gestellt wurde, ob ich heute Abend die Diskussionsleitung kurzfristig übernehme, nachdem ich diese geballte Kraft an Zeitgeschichte am Podium gewusst habe vorzufinden, habe ich gewusst, ich bin gut aufgehoben, und kann auch alte Freunde treffen. Das alt ist wahrscheinlich, ja. Okay. Also, das Thema Politik und Geschichte, ein brisantes Verhältnis. Das soll heute aufgearbeitet, beantwortet werden. Es gibt ein legendäres Zitat von Bruno Kreisky, das das eigentlich sehr auf den Punkt bringt. Lernen Sie Geschichte, Herr Redakteur, hat Bruno Kreisky in einer Situation in einem Pressefoyer gesagt. Die Frage, die mich dabei interessiert, sozusagen, wie viel historisches Verständnis und Wissen braucht die Politik? Oder wenn ich es von der Politik wegnehmen will, brauchen Entscheidungsträger generell? Und vielleicht eine konkrete Frage zur derzeitigen Situation. Wäre die Geschichte zum Beispiel in Bezug auf das jetzige weltweite Wirtschaftsdesaster anders gelaufen, wenn die Entscheidungsträger aus der Geschichte gelernt hätten? Helmut Konrad, der ganz stark sozusagen in der Politik auch immer wieder vernetzt war, wie siehst du das? Ich wollte eigentlich gar nichts sagen, warten, was die anderen sagen, aber ist schon in Ordnung. Also es ist, man soll die Frage nicht ganz, man darf es nicht simplifizieren. Man kann nicht sagen, also wenn man Geschichte kennt, dann ist man vor Irrtümern gefeit. Dann ist man vor einer gewissen Kategorie von Irrtümern gefeit, dann bereit, andere zu machen. Das ist also nicht, das ist nicht die Frage. Es ist nicht so einfach, wie wir uns das auch vielleicht früher immer vorgestellt haben, dass sozusagen Geschichte oder dass die Gesellschaft sich auf einem zielgerichteten Prozess befindet. Und wenn ich extrapolieren kann aus der Geschichte, dann weiß ich auch sozusagen über die Entwicklungen Bescheid. Das ist so durchaus nicht richtig, sondern sozusagen die Kehrtwendungen, die Richtungsentscheidungen stellen sich schon immer neu. Geschichte ist hilfreich. Geschichte ist hilfreich. Wenn du das aktuelle Beispiel von der Wirtschaft anstellst, so haben doch auch einzelne Akteure tatsächlich, würde ich sagen, auf die späten 20er und frühen 30er Jahre des letzten Jahrhunderts geschaut und anders reagiert als Staaten und Politik damals in vielen Ländern reagiert haben. Also insofern gibt es schon einen Kontext, einen Konnex, der sagt, okay, das hatten wir schon mal, was kann da passieren, was sind die mittelfristig und längerfristigen Konsequenzen, beispielsweise in Österreich, wenn man, wie das in den 30er Jahren passiert ist, einfach sozusagen auf die Stabilität der Währung weiter als Priorität laufen lässt und die Kaufkraft der Massen zurückfährt, dann ist die Krise einfach auf sehr lang prolongiert. Jetzt hat man gesehen, das ist sozusagen der falsche Weg. Und ein bisschen Keynesianismus, ein bisschen sozusagen mehr Staat, ist einfach tatsächlich jetzt wieder in der Politik spürbar. Das ist sicher etwas, wo die Leute gelernt haben. Aber man soll es sich tatsächlich nicht extrem einfach machen. Historiker sind im Prinzip na schon schlauer, aber nicht schlauer sozusagen in den politischen Entscheidungen. Wir haben nur das Glück, dass, vor allem als Zeithistoriker, dass wir manchmal auch zu Sachen gefragt werden, wo man bei uns eine Kompetenz vermutet, die bei uns aber nicht größer ist als bei jedem anderen normalen denkenden politischen Staatsbürger. Wir können es nur mit der Aura versehen, sozusagen sagen, die Geschichte lehrt und jahrelange Studien haben mich zu der Überzeugung gebracht. Und so. Das ist einfach extrem wirkungsvoll. Aber im Prinzip, ja, tasten wir uns genauso durchs Dunkel, rennen uns genauso die Köpfe an den Bäumen an bei Entscheidungen, die wir privat treffen, die wir gesellschaftlich treffen oder die wir politisch treffen. Das ist einfach sozusagen, die Gesellschaft ist komplizierter, wie wir es Historiker, wenn wir es reduzieren und sozusagen auf die Linien und Strukturen herunterbrechen, einfach glauben mögen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, und ich bin zum Beispiel gerade richtig erschüttert gewesen über ein paar Dinge in meinem näheren politischen Umfeld jetzt in der Steiermark, wie viel sozusagen einfach auch an Grundkenntnissen und den Menschen aus der Geschichte, die jetzt politisch agieren, fehlt. Und die Geschichte erlaubt schon so etwas wie ein paar sozusagen Eckpunkte, Parameter, Rahmen und Orientierungs-, also Blinklichter einzusetzen. Und da, glaube ich, wäre zum Beispiel auch schon notwendig, dass Leute, die politische Funktionen übernehmen, sozusagen gewisse Grundkenntnisse und Geschichte sich einfach anlernen müssten, um nicht tatsächlich nur zu irren. Rudolf Adelt, gibt es dem was hinzuzufügen?
aus deiner Sicht? Naja, also ich glaube, man überfordert die Geschichtswissenschaft, wenn man von ihr erwartet, eine Art politische Ratgeberrolle. Überhaupt bei solchen Fragen kann man Zukunft aufgrund jetzt als Zeitgeschichte, aufgrund von zeitgeschichtlichen Untersuchungen besser prognostizieren. Weil das würde eine so umfangreiche und durchdringende Analyse und auch das Vermögen dazu, überhaupt solche Analysen zu leiten, brauchen, von gesellschaftlichen Prozessen und von gesellschaftlichen Regelmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten und so weiter, ja, sodass man hier völlig überfordert wäre. Kein Historiker und auch kein noch so großes Forschungsprojekt des FWF kann also sowas wirklich durchführen. Man kann aber sicher also in bestimmten Bereichen Trends absehen. Ja. Man konnte zum Beispiel bei Wahlanalysen in den Anfang der 80er Jahre feststellen, dass die Nichtwähler eine immer größere Rolle spielen. Interessanterweise in den Auswertungen der Wahlen, auch durch IFES und durch andere Meinungsforschungsinstitute, die das gemacht haben, kamen die Nichtwähler Anfang der 80er Jahre noch nicht vor. Und dabei hat man übersehen, dass sich hier eine dramatische Veränderung des Wahlverhaltens ergeben hat. Nämlich, man hat geglaubt, wenn bis 1979 waren hohe Wahlbeteiligungen vor allem auf Nationalratswahlebene da, aber auf der Landtagswahlebene schon ab den 60er Jahren ändert sich das und auf den Gemeindeebenen. Und hier setzen erste Zeichen von politischen Erosionsprozessen ein und man merkt plötzlich, die Entwicklung zu einem Zwei-Parteien-System, die ist nicht mehr in dem Maße jetzt gegeben als bis 1979. 1979 haben über 80% der Wahlberechtigten ÖVP oder SPÖ gewählt. Ja. Und zwar in steigendem Maße immer wieder. Ja. Sondern wir haben dann plötzlich eine Erosion der Wahlbeteiligung. Und dort konnte man natürlich schon die Frage stellen, warum gehen die Leute also nicht mehr wählen? Warum entwickelt sich hier etwas, wo in traditionellen Hochburgen zwar vielleicht noch immer die ÖVP oder die SPÖ 80% der Stimmen bekam, aber Mitte der 80er Jahre, zum Beispiel im Frankviertel in Linz, hat die SPÖ 80% der Stimmen bekommen in den Wahlsprengeln, aber nicht mehr bei 80% Wahlbeteiligung, sondern nur mehr bei unter 50% Wahlbeteiligung. In Parteisekretariaten ist das nicht aufgefallen. Ja? Und es hat auch niemand darauf aufmerksam gemacht. Erst viel später hat man dann also auf das Phänomen der Nichtwähler reagiert in den Analysen. Und da konnte man schon sagen, 1983, 84, da bahnt sich etwas an bei den Wahlergebnissen, was unter Umständen dazu führen kann, dass hier aus dieser, wie ich genannt habe, Systemdistanz, es umschlagen kann im Protest, in offenem Protest. Und das ist ja dann der Fall gewesen, also mit der Machtübernahme von Jörg Haider in der FPÖ und der genau in diese Lücken hineingestoßen ist und dort wieder mobilisieren konnte. Und hier also kann man schon auch Politikberatung vernünftig machen, aber ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein. Dort, wo eigentlich die Geschichte eher berühmt wurde, die Zeitgeschichte war, indem sie sich sozusagen mit den offiziellen Geschichtsbildern, mit Geschichtspolitik, mit den Verdrängungen und so weiter auseinanderzusetzen begonnen hat, also in der Auseinandersetzung Vergangenheit des Nationalsozialismus, aber auch der Vorgeschichte nationalsozialistischer Bewegung in Österreich. Antisemitismus, Antisemitismus in der Kirche. Das waren politisch brisante Fragen. Ja, brisant, das steht in der Einladung so, das Fragezeichen steht hinter
Politik und Geschichte ein brisantes Verhältnis, Fragezeichen. Gerhard Butz, was ist das Brisante daran, an diesem Verhältnis? Ja, zunächst möchte ich sagen, dass die Zeitgeschichte immer recht hat, im Nachhinein. Wir haben das Glück, dass wir also von unserer Profession her eben üblicherweise, nicht alle, aber die meisten, die Vergangenheit von der Gegenwart zurück analysieren. Das heißt, die Sichtweisen der Gegenwart fließen automatisch in die Vergangenheit ein und die Gegenwart ist meistens politisch zu verstehen und daher ergeben sich auch also die politischen Rückwirkungen auf unsere Interpretation. Aber merkwürdigerweise glaubt man in der Öffentlichkeit und nicht ganz immer zu Unrecht, dass es tatsächlich also aus der Geschichte, aus der Zeitgeschichte etwas zu lernen gibt. Die theoretische Diskussion ist dem sehr, sehr fern heute, aber ich möchte darauf hinweisen, dass also diese, wurde schon Kaderschmiede verwendet für die Veteranen und die, die Stadlerburm, sie ist eine Stadlertochter, also dazu gehörst du auch, also zu, in den Club der Old Boys und der einen Young Daughter, Enkelin. So ist das also in diesem Institut also auch zugegangen. Also natürlich Professoren alter Prägung haben also sehr stark patriarchalische, wohlwollend patriarchalische Verhältnisse gepflogen. Aber diese familialen, quasi familialen, also mit gewissen Differenzen, also du warst ja noch nicht dabei, also ich bin nicht zufälligerweise hier von Ihnen aus gesehen rechts, also die rechte Hand vom Stadler, der Konrad war die linke Hand vom Stadler. Ich bin sehr froh, wenn ich aus dieser Ponzierung dann ausgestiegen bin, also wie er gekommen ist und dann die Tätigkeiten also der rechten Hand übernommen hat. Der Hartmann ist überhaupt links außen von Ihnen aus gesehen. Und wer noch, also der Kanonier ist dazwischen irgendwo zu positionieren. Weidenholzer übrigens auch, also das ist der dritte gewesen, also der, ich weiß nicht wo, also auch mehr. Also jedenfalls, also wir haben wir alle politisch positioniert. Kaderschmiede, warum Kaderschmiede? Ist natürlich, könnte auch ein böses Wort sein, aber sowas Ähnliches ist es schon so gewesen. Denn wir dürfen nicht übersehen, dass die Zeitgeschichte überhaupt und die Zeitgeschichte in Linz natürlich einer politischen Intention ihre Gründung verdankt. Zeitgeschichte hat schon, Geschichte ist immer was Politisches, aber vergesst man nicht, dass bis in die 60er Jahre in Österreich hegemonial war die Meinung, Geschichte und Zeitgeschichte, auch wenn sie überhaupt in die Geschichte gezählt wird, hat unpolitisch zu sein. Fern aller Bezüge, Distanz zu wahren und die Zeitgeschichte kann das nicht, daher brauchen wir es nicht, daher ist sie nicht akademisch zu verankern. Das war der hegemoniale Meinung, gegen die dann in den 60er Jahren langsam die Gründungsphase eingetreten ist, weil man also nachholend die Entwicklungen im Westen nicht mehr anders konnte. Trimmelwart hat dann also eine konservative Zeitgeschichte begründet, der das Institut für Zeitgeschichte in Wien sein Entstehen verdankt. Dann ist also zur selben Zeit in Salzburg die katholische Zeitgeschichte entstanden, natürlich klar ins konservative Lager zählend. Zur selben Zeit hat man dann also auch begonnen, das Dokumentationsarchiv zu bauen, als eine Art Drei-Parteien-Koalitionsbildung mit relativ starker Position von Kommunisten und Sozialdemokraten drinnen, aber die ÖVP war immer dabei, hat es immer mitgetragen. Und als viertes dieses Gründungstetragons, wie ich das einmal genannt habe, der Zeitgeschichte, ist dann in Linz eine Stelle entstanden. Und in Linz ist es natürlich von vornherein, wie überall auch in der Zeit, politisch orientiert gewesen. Ursprünglich in der Geschichte, es war natürlich auch eine Zeit an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Hochschule, sozusagen als eine Art Feigenblatt oder Ergänzungsfach, dass man nicht ganz so ungebildet ist, weil statt der Philosophie hat man damals schon Geschichte, Zeitgeschichte betrachtet, war ursprünglich angedacht an Friedrich Heer. Friedrich Heer hat das, also ich glaube, der Biffel Bertschewitsch war das, hat das abgelehnt, er wollte nicht aus Wien gehen, weggehen und daraufhin Friedrich Heer als Linkskatholik wäre irgendwo noch. Der war zwar der Gott sei bei uns für den Trimmel, der war aber nicht mehr im Amt, wäre denkbar gewesen. Da hat man das geteilt, ein Sozialdemokrat und ein Konservativer. Und das ist die Gründungskonstellation des Instituts geworden. Stadler, der Sozialdemokrat, den man aus verschiedensten Gründen nach Österreich gebracht hat.
Und dazu gibt es also den Linkskatholiken, der Ottruber, der also mit seiner kritischen Darstellung also über den paraguayischen Jesuitenstaat bei seinen Leuten unglaublich diffamiert gewesen, hat er mir erzählt. Jedenfalls, das ist hier eine Koalitionsgründung. Wie überhaupt die Zeitgeschichte im Land auch koalitionär gedacht ist. Ist das nicht Geschichte, wenn man sagt, das muss ausbalanciert sein, ein Roter, ein Schwarzer. Und wir waren die Roten. Alle Fünfe oder wie viel wir da sind. Das hat uns punziert und von dem haben wir profitiert und haben wir also die Zeitgeschichte überhaupt ist also eine rote Wissenschaft, also im Wesentlichen, was uns manches Mal noch vorgehalten wird, wie überhaupt die Gründungskonstellationen, die politischen lange in den Fächern nachwirken. Die Sozialgeschichte ist lange Zeit geprägt gewesen von der linkskatholischen, familienorientierten Reformorientierung, die auch in der Sozialgeschichte eingeflossen ist, bis Mitterrauer. Also gehend, das hat sich langsam geändert, aber auch nicht total. Ist die Zeitgeschichte in Wien, ist sie umgedreht worden in einer gewissen Weise? In Salzburg, was war in Salzburg? Ist sie auch passiert? In Salzburg hat sich die konservative katholische Erika Weinzierl als eine Reformkatholikin herausgestellt, ja, die dann sozusagen, die ja schon vorher große Unbehagen erregt hat, als sie nämlich über den Antisemitismus, ja, Anfang der 60er Jahre, Antisemitismus in der Kirche, aber sie war lange noch kirchlich, ja, aber sie war lange akzeptiert. Erst mit der Stellungnahme auch für die in der Frage der Abtreibung. Da hat sie, glaube ich, also ihr Lager massiv gestört. Und in der Waldheim-Affäre ist sie dann, oder wann ist sie ausgetreten? Das weißt also du besser. Sie ist ausgetreten aus der ÖVP erst dann, also im Jahr 2000. Also erst 2000. Koalition. Ja. Einfach, also das Koalition. Ist extrem, ja, politisch und aber das geht in unser Fach. Die Waldheim-Affäre war schon ein die, sehr angespanntes. Die darf Frage möchte. Darf ich noch ganz kurz? Bitte, ja. Weil das ist die erste aus der Phase. Aus der ÖVP ist sie ausgetreten. Nein, das, ich will das nicht mehr ausführen, aber das, ja, ist die erste Phase. Kaderschmiede für Reformpolitik in der SPÖ. Das dient der kreiskischen Konzeption, die Gesellschaft zu verändern, zu demokratisieren, sozialdemokratisch zu positionieren. Daher haben wir die Themen, die wir halt in dem Raum vorgefunden haben, die man uns vorgesetzt hat, intensiv bearbeitet. Das ist Bürgerkrieg, das ist der Konflikt in der Zwischenkriegszeit, das ist sogenannter Austrofaschismus, wenn man das so genannt hat, aus 34 aus, noch nichts 38. Erst später passiert es, 10 Jahre später kommt es. Und erst in den 80ern, in den Waldheimer-Krise-Affäre, beginnt wieder die Zeitgeschichte eine bestimmte Rolle also zugemessen zu werden, also in gewissen Weise ganz konkrete Politikberatung. Man kann sich nicht vorstellen, wie desperat die Regierenden in Österreich gewesen sind, die Kanzler etc., dass da beim Waldheim ein Smoking Gun in der Pocket sein kann. Ja, darf ich da Frage gut weitergeben? Nein, nein. Ja? Und die, ja, letzte Phase ist, genau, also ja, heute, glaube ich, wo die Wirtschaftsgeschichte, Konrad hat schon, ja, angesprochen, die Wirtschaftsgeschichte ein anderes Thema über uns hereinkippen wird, dem wir ich möchte nicht die Frage haben weiter beantworten und sagen, du hast gesagt, Zeitgeschichte ist politisch. Frage an Gabriela Hauch, sozusagen, wie parteilich soll Geschichtsarbeit Zeitgeschichte sein? Und der Zeitgeschichtler, die Zeitgeschichtlerin. Genau, also ich denke mal, ich muss einfach auch was Grundsätzliches sagen. Ich werde jetzt nicht meinen lieben Podiumsteilnehmer, Mitglieder erzählen, wie ich sie als junge Schülerin oder auch als Studentin nur aus ihren Schriften her wahrgenommen habe, ohne dass ich sie vorher je gesehen hatte. Sondern ich denke mal, auch wie Peter Becker mich prononciert vorgestellt habe. Ich stehe für eine Richtung der Zeitgeschichte, die sich einen explizit geschlechtsspezifischen Blick angeeignet hat. Und ich denke mal, um noch einmal auf deine ganz erste Frage zurückzukommen, aus der Geschichte lernen, ja oder nein. Ich denke mal, für die Geschichte der Frauen als eine unterdrückte soziale Bevölkerungsmehrheit in den meisten Gesellschaften war es äußerst wichtig, überhaupt einmal mit geschlechtsspezifischem Blick die Geschichte zu inspizieren. Vielleicht
kann oder konnte damals in den Anfangszeiten die sogenannte historische Frauenforschung, wie sie damals hieß, auch an eine Tradition anschließen, wie sie die Arbeiterbewegungsgeschichtsschreibung vorgegeben hat. Und ich denke mal, das ist gerade auch in dem Zusammenhang Linz, Geschichte und Politik, Gründung des Instituts für Zeitgeschichte, aber eben auch Gründung des Instituts, des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. So wie die Geschichte der Arbeiterbewegung daran gegangen ist, eben die sogenannte Geschichte des kleinen Mannes, aber eben hauptsächlich nur mit dem Fokus, dem scheinbar geschlechtsneutralen, auf den kleinen Mann angetreten ist, das Hegemoniale in der Geschichtsforschung oder spezifisch auch in der Zeitgeschichtsforschung zu korrigieren, so wie meine Vorredner das irgendwie mit ihren Aufrissen über die Auf- und Abs der österreichischen Zeitgeschichtsforschung in den 60er Jahren dargestellt hat, ist da die Frauengeschichte hineingefahren. Gerda Lörner, eine gebürtige Österreicherin, die aufgrund der Herrschaft des Nationalsozialismus aus Österreich in die USA vertrieben worden ist, eine Pionierin der internationalen Frauengeschichte, hat einmal das Wort gesagt, jede Frau sollte in ihrem Leben die Möglichkeit haben, ein Jahr lang nur Frauengeschichte zu lernen. Warum? Ein Jahr Frauengeschichte zu lernen würde heißen, dass die sozialen Positionierungen von Männern und Frauen, aber nicht nur an der Geschlechterlinie, sondern in sich auch immer wieder durch andere sogenannte Differenzkategorien wie Alter, soziale Positionierung, Religion, Nation, Ethnizität in sich differenziert, dass da die Menschen und spezifisch auch die Frauen lernen würden, eigentlich muss es gar nicht so sein, wie die Positionierungen sind, sondern die Positionierungen in der Gesellschaft sind etwas Gewordenes und alles, was geworden ist, verändert sich und ist ein zu veränderbares. Und von daher muss und ist Geschichte etwas Politisches und der Mensch, der Geschichtsschreibung betreibt, und ich glaube, wir müssen auch immer wieder ein bisschen differenzieren, was ist die Geschichtsschreibung und was ist Geschichte, ist und muss etwas Politisches sein. Reinhard Kahn und ich, als Nicht-Historiker oder Nicht-Zeitgeschichtler kommt man immer wieder oder fällt einem immer auf, dass so die großen Parteien oder die beiden Blöcke rechts und links gerade bei historischen Fragen immer sehr schnell aufeinanderprallen. Das ist bei der Frage der Aufarbeitung des Nationalsozialismus oder dass wir kein Haus der Geschichte in Österreich zustande bringen oder mir jetzt unlängst war es die Diskussion, die eine Partei will eine Gemeinderats-Sondersitzung zur Frage 75 Jahre 1934 in Linz machen. Die andere Partei sagt alleine, dass die Tatsache, dass diese Sondersitzung sein soll, das sei eine Provokation. Also sozusagen, wie sieht das ein Zeitgeschichtler auch von dieser Frage Parteilichkeit als Historiker, als Zeitgeschichtler? Ich würde vorher ganz gern zwei Sätze noch sagen zu deiner ursprünglichen Frage, weil das heute eigentlich für sehr spannend da, nicht? Also wie ist das grundsätzlich das Verhältnis von Geschichte und Politik, also Geschichtsschreibung, aber er hat völlig recht, und Politik. Also 1992 hat einer das Ende der Geschichte prophezeit, Francis Fukuyama, wir erinnern uns alle daran, das hat unglaubliche Diskussionen ausgelöst. Das wäre wunderbar gewesen für die Zeithistoriker, weil dann hätte es ja nur mehr Zeitgeschichte gegeben und die anderen rivalisierenden Geschichtsabteilungen wären irgendwie dann mehr oder weniger unbedeutend geworden. Es wäre ganz schlecht für die Politik gewesen, weil eigentlich hätte man dann keine Politik mehr gebraucht, sondern nur mehr Verwaltung. Ja, also wenn man glaubt, dass ein bestimmter gesellschaftlicher Zustand annähernd so erreicht ist, wie er nicht idealtypisch ist, aber eben so halbwegs funktioniert es mit der Demokratie und mit der Marktwirtschaft und die ist ein bisschen sozial und so, dann braucht man eigentlich keine Politik mehr, sondern eine Verwaltung, nur mehr eine Verwaltung. Damit hätte sich auch das Problem der Beziehung der Historikerinnen und Historiker zur Politik gelöst vielleicht. Nun ist das ein großer Irrtum gewesen von dem Herrn Francis Fukuyama, der ein Politologe ist, wie ich im Übrigen auch. Ich bin ja der Einzige hier am Podium, der nicht im Hauptfach Geschichte studiert hat. Das ist zum einen. Und das Zweite, was ich auch
spannend finde bei der Frage der Finanzkrise und bei der was hat das eigentlich mit Geschichte zu tun? Und ich glaube, das hat nicht nur auf der symbolischen Ebene, sondern auf der realen Ebene wahnsinnig viel damit zu tun. Einfach deswegen, weil es ein Beispiel dafür ist, wie unglaublich kurzfristiger Entscheidungsträger in der Politik, in der Wirtschaft denken. Das ist ein grundsätzliches Problem der Beschleunigung der Zeit bei politischen Fragen, die schauen nur mehr auf die nächsten Wahlen, bei wirtschaftlichen Fragen, im Extremfall bei der Finanzkrise, eben nur mehr nach den Aktionären und den kurzfristig zu erzielenden Gewinnen. Und damit geht jede auch mittelfristige Perspektive irgendwie verloren. Auf der Ebene scheint fast so, wie gesagt, die Geschichte durch ihre unglaubliche Beschleunigung fast so etwas wie zu einem Stillstand gekommen zu sein. Und ich glaube schon, dass die Politik, ich meine, das ist eh schon gesagt worden, also die Geschichtsschreibung, selbstverständlich politisch ist, über das braucht man ja gar nicht reden, wie jede Tätigkeit und jede gesellschaftliche Praxis, die man ausübt, politisch ist. Und es gibt dann so auch für die Geschichtsschreibung Zyklen der Nachfrage. Es gibt Zeiten, da wird Zeitgeschichte weniger als Ratgeber gefragt. Ich bin da gar nicht so optimistisch wie du, dass man so. Weil es gibt Zeiten, da ist die Zeitgeschichte wurscht, weil da braucht man es nicht, da braucht man es auch nicht fragen. Und dann gibt es Zeiten wie die Waldheim-Affäre, da wird es plötzlich wieder interessant. Ich rede jetzt nicht von diktatorischen Verhältnissen oder so, wo ja da die Funktion eine andere ist, sondern eben von so halbwegs demokratischen Verhältnissen. Da gibt es Konjunkturen. Und diese Konjunkturen hängen eng mit dem von dir, und jetzt komme ich zu deiner Frage, hängen meiner Meinung nach eng damit zusammen, von diesem doch etwas längerfristigen, im Hintergrund mitschleifenden sozusagen Zyklen der Veränderung von politischem, gesellschaftspolitischen und auch parteipolitischen Bewusstseins zusammen. Und deswegen kommt es halt jetzt so lange Zeit danach, wo eigentlich die Generationen nur mehr ganz minimal physisch vertreten sind, bei Fragen wie 1934 zu großen symbolischen Konfliktsituationen. Das können ja auch nur mehr symbolische Konfliktsituationen sein, aber sie bedeuten schon was. Sie bedeuten natürlich, dass irgendwo im Hintergrund doch unterschiedliche gesellschaftspolitische Konzepte vorhanden sind mit Referenzpunkten auf die Vergangenheit. Das ist ein Spannungsverhältnis, in dem sich auch die Geschichtsschreibung dann befindet. Weil diesem Spannungsverhältnis muss sie sich stellen. Das ist eine wahnsinnig spannende Herausforderung. Na, es ist ja auch spannend, dass in der Tagespolitik gerade diese beiden Punkte, also Geschichte und auch Bildungsfragen, immer so ganz schnell zu einem Konflikt kommen. Hauptmann, wie kann man das aus Ihrer Sicht sehen? Ja, ich möchte weniger abstrakt und allgemein zum Verhältnis zwischen Politik und Geschichte parlieren, sondern möchte das an zwei konkreten Beispielen aufzeigen. An einem aktuellen schlechten Beispiel und an einem in der Vergangenheit liegenden guten Beispiel. Das schlechte Beispiel, mit dem möchte ich beginnen, weil es dramaturgisch wirkungsvoller ist auf die Art, bezieht sich auf die vor zwei Tagen vor sich gegangenen Jubiläumsfeiern zum 12. November 1918. Der Bundespräsident Heinz Fischer hat eine Rede gehalten, die genauso der Thomas Klestil früher gehalten hat, mit unwesentlichen Abweichungen und vor allem der Kirchschläger. Der Herr Gusenbauer und der Herr Molterer haben wieder dieselben Reden gehalten, zurückgehend bis Franitzky und Buseck. Ich brauche gar nicht in die Republikausstellung im Parlament hineinzugehen, um zu wissen, dass dort wieder genau dieselben Klischees präsentiert werden, die also seit langem da herrschen, im herrschenden Geschichtsbild. Und das stimmt einem schon irgendwie nachdenklich, denn wir Zeitgeschichtler haben genug wissenschaftliche Ergebnisse abgeliefert,
die also dieses Bild in weiten Dingen korrigieren, die werden aber ignoriert. Im Programm der Volkshochschule ist nämlich hier unten ein Foto, ja, vom 12. November 1918 vor dem Parlament, als die Republik ausgerufen wurde. Und vielleicht haben Sie das im Fernsehen, ich glaube gestern, gesehen. Da hat es nämlich noch etwas anderes gegeben an diesem Tag, als was in den Reden zum Ausdruck gekommen ist. Der Zusammenbruch der Habsburger Monarchie, das Zurückgeworfensein Österreichs auf den lebensunfähigen Reststaat, Not, Elend, Chaos, das damals geherrscht hat, dort haben sozialdemokratische Arbeiter ein Transparent entrollt, wo drauf gestanden ist, hoch die sozialistische Republik. Und das sind also die Dinge, an die man sich nicht so gerne erinnert. Ne? Alles andere ist akzeptabel, aber da das eine Zeit war, wo eine große Massenbewegung auch der Arbeiter- und Soldatenräte für diese Ziele eingetreten ist, wird in aller Regel vollkommen unter dem Tisch gekehrt. Und damit komme ich zum Gegenteil, zum positiven Beispiel. Denn als das Institut im Jahr 1968 eingerichtet wurde in Linz, ist ja kurze Zeit später auch das Ludwig-Boltzmann-Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung an diesem Institut angesiedelt worden und natürlich von der allgemeinen wissenschaftlichen Ausstrahlung her war dieses Boltzmann-Institut natürlich wichtiger als das Zeitgeschichte-Institut, das ja nur ein Wahlfach gewesen ist an dieser damaligen Hochschule. Und hier kann man sagen, und ohne falsche Bescheidenheit, da kann man schon drauf stolz sein, dass das Boltzmann-Institut eine große und sehr positive Arbeit geleistet hat, auch in politischer Hinsicht, indem sie nicht nur das bis dahin sträflich vernachlässigte Gebiet der Geschichte der Arbeiterbewegung in Angriff genommen hat, sondern auch in Publikationen eine kritische Haltung eingenommen hat. Denn es ist unmöglich für einen Historiker der Arbeiterbewegung, der sich mit dem Thema beschäftigt, dass er nicht früher oder später für die Arbeiterpartei ergreift. Ja? Und deshalb, allein schon dadurch, dass er die ganzen Schriften analysiert, die damals erschienen sind, von sozialistischen Denkern, eine kapitalismuskritische Haltung bekommt. Und ich glaube, das ist nicht unwichtig in einer Zeit, in der wir jetzt leben. Ja? Denn das ist ja sehr, also ich bin da ziemlich skeptisch. Und was jetzt passiert mit dieser ganzen Krise, denn wenn also dann nicht gegengesteuert wird von linker Seite, ja, ist die Gefahr, dass erneut die Menschen diesen Pratergauklern, den Rechtspopulisten, in die Arme laufen. Das hat man also mit der Hitlerbewegung in der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 erlebt. Und wenn man also ein positives Beispiel hier nennen kann, dann war es also die Tätigkeit und die zahlreichen Publikationen, die dieses Ludwig-Boltzmann-Institut in diesen Jahren herausgegeben hat. Danke.
meine, es steht auch Bezug da drinnen in der Einladung wieder, Historikerinnen sehen sich nicht als Werkzeug, sondern als Gewissen der Politik, die eine wichtige Rolle zur Herausbildung mündiger Staatsbürgerinnen in einer demokratischen Gesellschaft spielen. Wenn ich jetzt auf die beiden Beispiele eingehe, dann haben also zumindest die zitierten Politiker nicht sehr viel gelernt von den Zeitgeschichtlern. Wenn man auch die ganze Rechtsbewegung oder das Recht, das Entwicklung in die Rechte, der rechten Seite der Wählerschaft, dann hat auch die Wählerschaft nicht sehr viel gelernt. Jetzt könnte man sagen, die Lehrer haben zwang gelernt oder die vom Kreisky angesprochenen Redakteure. Hat auch die Zeitgeschichte versagt, Helmut Konrad? Oder die Zeitgeschichtler? Was immer jetzt da gesagt wird, auch über das Verhältnis zwischen Politik und Geschichte, muss man sagen, wobei versagt. Ja. Die Aufgaben sind vielfältig. Wir haben Aufgaben, die sind... Ja, dass Sie zum Beispiel gescheitere Reden halten zur Geschichte, Zeitgeschichte. Wenn die, ja, schon. Wir sind, glaube ich, haben ein anderes Ausbildungsziel, als die Reden für einen Bundespräsidenten zu schreiben. Also da müsste man nicht also durch unser Studium gehen, meiner Meinung nach. Wir haben also auch eine innerwissenschaftliche Verpflichtung. Wir stehen in einem wissenschaftlichen Gesamtdiskurs der Fachentwicklung national und international. Da hat die österreichische Zeitgeschichte meines Erachtens einen gewissen Aufholbedarf immer gehabt, behauptet sich aber, denke ich, im schon langsam ganz gut, also in diesem internationalen Konzert. Da hat man also nicht versagt. Das ist, wir haben bestimmt auch also nicht versagt in unserer Positionierung innerhalb des Gesamtfachs Geschichte. Wenn man das an den einzelnen Universitäten anschaut, kann man das wahrscheinlich daraus ablesen, wohin sich die Studentenströme wenden im Rahmen des Gesamtfachs. Und da ist die Zeitgeschichte doch immer ganz, ganz stark überproportional besetzt. Wir haben nicht versagt in der Hochschulpolitik, wenn man das Angesprochene, wir mischen uns ein und gestalten dort, wo wir können. Der Anspruch, dass wir sozusagen die direkte Einflussnahme haben, das ist also sozusagen eine andere Ebene. Ich habe zum Beispiel, und sitzen ja etliche da herinnen im Saal, ständig auch mehr in der Linz als in meiner Grazer Zeit, mich nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Erwachsenenbildner verstanden. Das ist allerdings eine ganz andere Ebene. Da geht man dann raus und probiert tatsächlich sowas wie sozusagen politische Bildung zu machen. Das ist, finde ich, nicht das Auftrag der Wissenschaftler, das nehme ich auch nicht als der forschende Zeithistoriker mit oder der probiert sozusagen im Theoriediskurs dabei zu sein oder auf internationalen Konferenzen Vorträge zu halten, sondern da nimmt man sozusagen als politisch denkender Mensch wahr mit einem gewissen Erfahrungs- und Wissenshintergrund, der aus dem Fach kommt. Das ist sozusagen eine Aufgabe und da kann man sagen, da hat das Linz-Institut für Zeitgeschichte und gebe Hans Hautmann völlig recht, vor allem also das Boltzmann-Institut, ist ja alles personenident, die Aufgabe wahrscheinlich stärker und deutlicher wahrgenommen als alle anderen Einrichtungen, die in Österreich vergleichbar sind. Dass wir sozusagen extramural außerhalb der Mauern der Universität probiert haben zu arbeiten und zu wirken. Besser oder schlechter. Aber manchmal macht man sich schon Sorgen. Wir haben zum Beispiel die Aktion Zeitzeugen in die Schulen gemacht, die auch sowas wie eine Erwachsenenbildungs- oder eine Bildungsaktion außerhalb der Mauern ist. Und wir haben also das, man würde für die letzten Jahre sagen, ich habe glaube ich etliche hundert solche Sachen mitgemacht mit Zeitzeugen, mit dem Effekt, dass überall dort, wo wir waren, sich das Wahlverhalten bei den letzten Wahlen überhaupt nicht unterschieden hat, von dort, wo wir nicht waren. Dann beginnt man auch ein bisschen zu sagen, woran liegt es. Ja? Aber darf uns nicht, was kann unser Beitrag dazu sein? Unser Beitrag dazu ist die Angebotspalette, unser Beitrag dazu ist der Wille, diese Leistung, zum Teil wirklich auch physisch anstrengende Leistung zu bringen, hunderte Male auch vor kleinen Gruppen sozusagen die eigene Wissenschaft, würde ich sagen, so weit herunterzubrechen, dass die Kommunikation nicht an der Wissenschaftssprache scheitert und Ähnliches, was für uns sehr schwer ist. Weil wir denken und reden normalerweise in einer Art Metasprache, wie jedes Fach. Und wenn ein Physiker kommt und ihnen jetzt der Physik erklärt, würden sie sagen, danke, aber es gibt auch die Möglichkeit, Physik so zu erklären, dass es sozusagen kommunizierbar ist. Und das müssen wir Historiker auch selbstverständlich machen, wenn wir in die Erwachsenenbildung gehen. Das heißt, nicht inhaltlich reduzieren, aber sprachlich sozusagen zu einer Vermittlungsform finden, die funktionieren. Zu wenig, klar, ja, zu wenig. Aber in Wirklichkeit also kann ich in den Spiegel schauen. Also ich sehe das Versagen nicht. Also wir sind in den Fächern, wenn man sie sozusagen rankt, sicher nicht Tabellenletzter.
von dem, was man an gesellschaftlicher Veränderung oder sozusagen an gesellschaftlichen Einfluss versucht haben zu erreichen. Na, ich will es eher positiv sagen, nicht sozusagen, was müsste eigentlich noch geschehen? Ich meine, es hat ja viele, du hast das angesprochen, die Arbeit in der Erwachsenenbildung oder hier an der Volkshochschule der Gewerkschaft, die Brigitte Binder ist da mit den Stadtteilgeschichte-Clubs, also Oral History, Grabe, wo du stehst. Also jahrelange Aktionen, um zu versuchen, den Menschen sozusagen Geschichtsbewusstsein und Auseinandersetzung mit Geschichte zu machen. Die Frage ist, was kann man aber noch tun, wenn man es jetzt, und wir haben immer die Beispiele jetzt gehabt, sozusagen die mangelnde Qualität an Geschichtsdiskussion in der Politik, aber auch auf vielen anderen Ebenen, wo quasi eine Frage an das Podium hier, oder vielleicht weiß jemand aus dem Publikum ein Rezept, was kann man und soll man tun, um die Qualität der Zeitgeschichte-Diskussion in der Öffentlichkeit zu verbessern und in der Politik vor allem zu verbessern? Also ich möchte jetzt provozieren. Ja. Ich denke, wir laufen einem Popanz nach, und zwar nämlich, dass alle Menschen bessere Menschen werden, wenn sie Geschichte kennen. Ja? Also sozusagen, das Geschichtsbewusstsein muss auf höchstem Niveau sein, ja? Dann sind wir lauter Demokraten und so weiter. Ja? Das stimmt nicht. Ja, wir sollten uns einmal fragen, sagen, welche Rolle spielt denn seit dem 18., 19. Jahrhundert diese Anforderung an eine Geschichtswissenschaft, etwas zum Gemeinwesen und zur Identität eines Gemeinwesens beizutragen. Das Institut für österreichische Geschichtsforschung ist explizit sozusagen gegründet worden, um den Mythos, einen Mythos der Geschichte des Hauses Habsburgs und Österreich, ja, zu fundieren, durch alle Jahrhunderte hindurch, die Quellen zu erschließen und so weiter. Wir kennen die Bezüge auf historische Ereignisse jetzt, also Amselfeld ist ein berühmtes Beispiel in Serbien, ja, im Kosovo-Konflikt, ja, oder die sagenhafte Libuscha, ja, für die tschechische Geschichte. Immer gibt es solche Rückgriffe auf Vergangenheit, und Historiker haben sich lange Zeit durchaus verstanden als jene, die beitragen zu so etwas wie einer Identität einer Gemeinschaft. Zu Heimatliebe, zu Vaterlandsbewusstsein, ja, zur Identifikation mit einem Staat. Das Pech ist natürlich das, und daher sozusagen, wir sind ja hier also nicht so als Waseln in die Geschichtswissenschaft gekommen, sondern eigentlich eher als linke Studenten, ja, das muss man ja sagen. Viele von uns sind ja von der Studentenbewegung extrem geprägt gewesen. Das braucht man ja hier nicht zu schweigen. Ja? Und dann sozusagen haben wir gehofft, die Geschichtswissenschaft zu so einer Art Instrument der Schaffung einer neuen Identität, eines neuen Bewusstseins zu machen. Hans Hartmann hat schon gesagt, ja, ganz offen und unverblümt, ja. Na, viele haben wir auch, also ich habe sicher Jahre davon geträumt, die Zeitgeschichte auch als einen Motor der Schaffung von revolutionärem Bewusstsein und des gesellschaftlichen Umbaus zu machen. Die Frage ist nur, und da sehe ich heute das Problem, als staatlich bezahlter Historiker, als Steuergeldern bezahlter Historiker, gibt es bestimmte Erwartungen der Politik, und das ist nicht homogen. Jede Partei hat andere Erwartungen, jede Gruppe hat andere Erwartungen an den Historiker, wie er seinen Beitrag zu dieser Identität leisten soll. Und ich muss sagen, wir können das eigentlich nicht leisten. Ich sehe es heute mehr als Aufgabe an und die Zeitgeschichte als ein äußerst obszönes und anstößiges Unternehmen zu sehen. Ja? Ein Skandalunternehmen, das nämlich sozusagen die Glieben Wünsche und Gewohnheiten, Denkgewohnheiten auch auflöst, durchbricht. Ich denke aber, es ist völlig sinnlos, danach zu fragen, sagen, brauchen wir nicht vielleicht 100.000 Zeitgeschichtler, ja,
die dann an jeder Straßenecke stehen und jeden Bürger und jeder Bürgerin beibringen, ja, wie das war da in der Ersten Republik und im Jahr 34 und im Jahr 38 und was der Dollfuss war und was die revolutionären Soldaten und Räte waren. Ich glaube, das ist ein Irrtum, weil die Motivation, die Sehnsucht nach so einem klaren Bild wird aus ganz was anderem gespeist. Und wenn ich also die Sehnsucht habe, die Habsburger Monarchie in dem Ersten Weltkrieg als sozusagen letzten Traum von Mitteleuropa anzusehen und nicht auf die tausenden getöteten, Millionen Toten einerseits, aber auch die, die Opfer der Kriegsdiktatur dieses Habsburgerreiches zu sehen. Wir sprechen hier über 34 und andere Sachen, ja. Aber wir haben doch erlebt als Zeitgeschichtler, dass es selbst nicht möglich ist, über das Jahr 1914 zu reden. Heute noch bitte. Über die Jahre der Kriegsdiktatur in Österreich. Dass es Konzentrationslager im Ersten Weltkrieg gegeben hat. Über solche Dinge. Da wird uns politisch gesagt, da überfordern wir das Publikum. Denken wir nur an die Wehrmachtsausstellung, die wir hier also gemacht haben. Ja? Also anstößig zu sein, Anstöße zu geben, dort sehe ich einen gewissen Sinn unserer Aufgabe. Aber nicht als Produzent eines neuen, perfekten Geschichtsbildes für Österreich. Ja, so möchte ich auch die Frage ans Publikum geben. Harald Wild von der Mikrofon. Soll an jeder Ecke ein... Bitte, ja, gern. Also ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, auch Rudolf, dass es ein perfektes Geschichtsbild gibt. Wir wissen, dass es viele verschiedene Geschichtsbilder gibt und es gibt viele verschiedene Perspektiven, den Februar 34 von zeitgeschichtlicher Seite anzuschauen, genauso wie die österreichische Revolution von 1918-19. Also die Zeitgeschichte gibt es auch nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Es sind immer auch verschiedene gesellschaftspolitische Einstellungen und verschiedene Machtverhältnisse damit verbunden. Und ich denke mal, das, was die Geschichte da leisten kann, ist das nicht zu verschleiern, sondern offen zu machen, welche Machtverhältnisse und welche Interessen irgendwie da dahinter stecken. Und damit meine ich jetzt nicht nur parteipolitische Interessen. Und was ich mich auch immer auch noch frage nach deiner Wortmeldung jetzt, wer sagt das der Zeitgeschichte, dass man das einem Publikum nicht zumuten kann? Ich erlebe das eigentlich nicht, sondern ich erlebe eigentlich eher die Schwierigkeit, wer hört mir zu? Wer will mir zuhören? Also bei der Wehrmachtsausstellung hat man es uns explizit gesagt, dass wir die Wehrmachtsausstellung nicht machen sollen, weil man dafür ist die Zeit noch nicht reif. Ja. Wer sagt das mit welchem Hintergrund? Ich denke mal, das muss man immer auch in diesem Kontext hineinstellen. Bitte, gibt es Fragen? Aber du hast mich jetzt völlig missverstanden. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Auch ein bisschen provozieren. Ne? Immer. Ja, wir können gerne da weiter, aber... Ja? Bitte. Herr Arendt Steinbeck, Sie haben angesprochen, die Informationslage, nenne ich das jetzt einfach mal, über das Habsburgerreich im Ersten Weltkrieg. Ich lebe jetzt seit 20 Jahren in Österreich und schäme mich wirklich, dass ich eigentlich erst in den letzten paar Monaten diese Tatsachen, die Sie jetzt angesprochen haben, etwas in den Blick bekommen habe. Noch viel zu wenig, fürchte ich. Aber dass es Massenerschießungen gegeben hat in Serbien, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Und ich frage mich, wieso eigentlich? Ich bin von meiner Ausbildung her Historiker, allerdings Deutscher, wie man hört. Habe also das nicht hier in Österreich praktiziert. Vielleicht wäre es dann anders, aber ich frage mich trotzdem. Ich bin ganz irritiert über mich selber. Wie kann das sein? In 20 Jahren ist das hier in meiner Wahrnehmung nie ein Thema gewesen. Vielleicht können wir ein paar Fragen zusammennehmen und dann wieder ans Podium zurück. Ja, es passt da dazu. Ich meine, wie ist es möglich, hat er die Geschichtswissenschaft nicht völlig versagt, dass ein Kaiser Karl selig gesprochen wird? Danke.
Danke. Um die Verbindung zur Politik ein bisschen näher zu machen, unser geliebter Herr Andreas Kohl hat doch vor einigen Jahren gesagt, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Wie gehen Historiker mit so einer Aussage um? So, wer will? Helmut. Das ist richtig, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Also gerade wir als Historiker sagen das immer. Wir sagen, dass sozusagen jede Gegenwart die neuen Fragen an die Geschichte stellt und damit sozusagen Ereignisse auch in ein jeweils neuen Licht sieht. Ich kann keine einzige historische Wahrheit als Wahrheit konstruieren und sagen, so ist es, sondern ich kann jeweils nur die Frage aus dem jetzigen Hier und Jetzt von meiner Warte aus stellen. Und damit schaut die Wahrheit von der Warte, auch durch die Zeitverschiebung, man muss ins Koordinatensystem denken, automatisch anders aus. Also ich bin da mit dem Kohl hundertprozentig einer Meinung. Kommt nicht oft vor, aber in dem Fall finde ich, hat das pointiert gesagt, hat sogar so ein bisschen Schaben, die Aussage. Und auch das ist schon Tiroler schon eine große Leistung. Auch das noch mitzubringen. Aber insofern sage ich, das ist nicht das Problem. Nein, nicht die Richtmesse, wie ich es brauche, sondern eine jeweils konkrete Lebenssituation, in der ich bin, erweckt überhaupt von der Situation aus erst ein Interesse an der Geschichte. Und ich beurteile die Geschichte selbstverständlich von dem aus, wie ich dastehe. Wir haben unsere Elterngeneration gefragt, was habt ihr damals gemacht? In dem Wissen sozusagen, wo wir jetzt stehen, fragen wir die ältere Generation. Das heißt, der jeweilige Standpunkt der Gegenwart, also mein jetziger Blickwinkel auf die Vergangenheit, ist ein anderer Blickwinkel als vor 10 Jahren. Das bestimmt sich schon sozusagen aus den Verschiebungen, die sich in diesen 10 Jahren ergeben haben. Insofern ist sozusagen historisch würden das Wort Wahrheit nicht in den Mund nehmen in dem Zusammenhang. Aber die Fragen an die Geschichte und damit die erzielten Antworten sind jeweils zeitbezogen. Und die Zeit, auf die sie sich beziehen, ist die jeweilige Gegenwart. Eine andere Form von Geschichtsschreibung gibt es nicht. Also insofern ist es sozusagen, wenn man den Begriff Wahrheit unter Anführungszeichen setzt, tatsächlich so, dass diese eine Tochter der Zeit ist. Ich hänge nur ganz kurz was dran und möchte es eigentlich noch erweitern. Die Wahrheit ist auch eine Tochter der Position. Und insofern möchte ich bei der Gabriela anschließen. Das ist nicht nur eine zeitliche Dimension, sondern selbstverständlich auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Und eine der Stärken des Boltzmann-Institutes war ja tatsächlich, und darauf hat der Hans Hautmann zu Recht hingewiesen, dass der Fokus von der staatlichen Identität oder von jenen Identitäten, die für die Geschichtsschreibung oder die Zeitgeschichtsschreibung bis in die 60er Jahre dominant waren, aufgebrochen wurde zugunsten von anderen Blickwinkeln, zum Beispiel Geschlechterblick, also die Frage der Geschlechterfrage, die Frage der sozialen Fragen und so weiter. Das heißt, die Identitätsfrage sich nicht so zu orientieren, wie das früher üblich war in den staatlichen, sondern eben andere Blickwinkel einzubringen. Und insofern sind die Wahrheiten unterschiedlich. Ja? Das ist ganz klar. Also man braucht nicht glauben, es gibt so jede Aussage über Geschichte ist eine Konstruktion. Das muss uns klar sein. Ja, wir konstruieren ja unser Bild von Geschichte, auch von sehr naher Geschichte. Ja, und auch wenn wir noch so viele Quellen haben, bleibt es letztlich eine Konstruktion. Und deswegen spielt auch die Frage der gesellschaftspolitischen Dimension und Position, die man da einnimmt, schon eine wichtige Rolle, ja, wenn man sich dessen bewusst ist. Da stimme ich dem Hans Hautmann sicher zu. Ja, bitte, jeder von Ihnen kann sich natürlich zwischendurch, zwei Fragen sind noch offen. Erster Weltkrieg, Seligsprechung Kaiser Karl. Gerhard, bitte sag was zum Kaiser. Gerhard Botz, bitte. Ja, also soll ich den Segen jetzt noch also zur Heiligsprechung erweitern? Ich glaube, das ist also eine Frage, die nicht unbedingt also mit den Zeitgeschichtlern zusammenhängt. Die Zeitgeschichtler haben, so wie wir uns verstehen, also klar geantwortet darauf. Und das ist nicht nur Angelegenheit also von sozialdemokratischen oder irgendwie linken Zeitgeschichtlern. Also das ist eine Frage des Glaubens. Wenn man also Heilige sucht, ja, wenn man Heilige sucht, dann findet man sie. Und da kann also die Geschichte als einfach in dem Sinne, das hat ja auch einen heiligen Kaiser, den letzten, bedeutet natürlich auch für das katholische Bewusstsein heute etwas. Das ist ja nicht nur ein historisches Spiel, sondern das ist auch Teil der Auseinandersetzung um die Neupositionierung der katholischen Kirche in der österreichischen Gesellschaft. Unvorstellbar für aufgeklärte Menschen, habe ich gedacht.
Aber es ist so. Und das gibt eine Reihe von anderen also absurden Entwicklungen. Ob da die Zeitgeschichte versagt hat, ich weiß nicht, das ist so abseitig, würde ich sagen, obwohl natürlich man sich diesen Fragen stellen muss. Aber gibt es ausreichend Forschung über diese Zeit? Ja, der Kaiser Karl ist in der Forschung, also meines Wissens, also mich hat bei mir jetzt gehört. Weltkrieg. Erster Weltkrieg. Insgesamt. Ja, das ist also Erster Weltkrieg. Ich meine, was ist ausreichende Forschung? Was ist definiert durch ausreichend? Ausreichend ist es dann, wenn in einer gewissen Weise der gesellschaftliche Bedarf irgendwo gedeckt ist. Die Forschung hat nie, ich meine, ich bin der Meinung, dass die Forschung in der Geschichte sehr wohl die Impulse braucht von der Gesellschaft, von der Politik, vom Engagement, das wir dann einnehmen, aber das darf dabei nicht bleiben. Es wird immer eine Eigendynamik der Forschung, der Forschungsfragen, der Fragestellungen, der Antworten geben müssen. Also, aber die großen Konjunkturen, die großen Orientierungen, die Interessensverlagerungen, was weiß ich, eben Februar 34, dann NS-Zeit, vielleicht jetzt wieder Erster Weltkrieg, das wird auch von der gesellschaftlichen Nachfrage bestimmt. Und die Geschichte meines Wissens gibt nie Antworten in dem Sinne, jetzt ist es endgültig beantwortet, das glauben manche, aber das Thema, das Interesse verschiebt sich. Also plötzlich kommt eine andere Fragestellung im Vordergrund, dann wird die alte Frage nicht mehr beantwortet, sondern wendet man es der neuen zu. Glaube ich, also das ist also ein in den Geisteswissenschaften, Humanwissenschaften, Sozialwissenschaften auch ein Trend, dass man Fragen ja nicht löst, indem man sie endgültig beantwortet, sondern dass an der Fragestellung überhaupt das Interesse erlischt, weil sich die Akzente verschieben. Und in Bezug auf den Ersten Weltkrieg ist, glaube ich, jetzt eine Phase, wo gewisses Revival stattfindet, was natürlich auch auf neuen Sichtweisen beruht. Ich bin nicht so sicher, ob da, wahrscheinlich Helmut Konrad ist anderer Meinung, also da so viel schon an Neuigkeiten auftaucht. Das ist das allgemeine Problem des Massenkriegs, der Mobilisierung von riesigen Menschenmengen, Menschenmassen und der Gewalt, die damit in Erscheinung tritt. Also die ja auch Signatur des 20. Jahrhunderts gewesen ist und in unserem Jahrhundert auch nicht nachlässt. Aber eine definitive Antwort auf die Frage, also ob der Kaiser heilig ist oder nicht, das kann die Historik. Selig. Selig. Okay. Heilig wird er ja werden auch noch. Also das entzieht sich unserer Beantwortung. Also ich meine, ich weiß nicht, also wie die katholisch geprägten Historiker das gesehen haben, Erika Weinzierl, Friedrich Herr, haben eine sehr distanzierte Position dazu aus diesem Feld kommend eingenommen. Manche andere unter kirchenhistorischen Kollegen, die lavieren und die eiern da noch herum um diese Frage. Also gerade also im braunen Graz, also braun gewesenen Graz, also gibt es hier gute Beispiele. Darf ich den Helmut nur fragen? Ja, entschuldige, Rudolf, weil Gerhard Botz gesagt hat, du bist anderer Meinung. Im Ersten Weltkrieg. Ja, nur zum Ersten Weltkrieg. Ja. Also ich glaube, das ist das Forschungsthema der nächsten Jahre. Deswegen bin ich ja dran und der Gerhard glaubt, das ist noch nicht tragfähig. Aber das ist ein innerwissenschaftlicher Diskurs. Ich glaube, das ist in aller Freundschaft, wenn wir das miteinander austragen. Hans Hauptmann sofort. Zuerst nur bitte. Na, also da muss man schon dagegen reden, wenn der Kollege Boot sagt, dass also das im Ersten Weltkrieg sozusagen natürlich war, nicht? Also solche Dinge auch vor sich gegangen sind. Denn man darf nicht vergessen, dass abgesehen davon, dass also zu den ganzen Klischees über die Erste und Zweite Republik auch bei uns das Klischee der Verklärung der Habsburgermonarchie besteht. Nicht? Und Sie haben erwähnt, ja, und waren ganz überrascht, dass also da im Ersten Weltkrieg schreckliche Dinge sich abgespielt haben. Das ist ein Thema, das ich seit Jahren bearbeite. Ja? Das habe ich entdeckt, dieses Thema, und auch schon genug dazu publiziert. Und in meiner letzten Veröffentlichung über die Geschichte der Todesstrafe in der Endphase der Habsburger Monarchie und im Ersten Weltkrieg habe ich herausgestellt, dass im Ersten Weltkrieg ungefähr 60.000 Menschen hingerichtet wurden. Vom KUK-Militär.
Das alles ist weit weg von uns passiert. In Galizien, unten am Balkan, in Serbien, in der besetzten Ukraine. Das ist vollkommen aus unserem Geschichtsbewusstsein weg. Das ist nämlich nicht in einem Feindstaat passiert, sondern gegenüber der eigenen Bevölkerung, den Ruthenen, die Staatsbürger dieser österreichischen Reichshälfte gewesen sind. Und vor allem der serbischen Zivilbevölkerung, die des Einverständnisses mit dem russischen und serbischen Feind beschuldigt wurde und präventiv terrorisiert worden ist. Mittlerweile kommen jetzt andere auch schon auf dieses Thema. Vielleicht haben Sie diesen Bildband gesehen des Fotoreporters Holzer, der auch, glaube ich, gestern bei einer Sendung im Fernsehen dazu Stellung genommen hat. Der hat ja, mit mir vor Jahren Kontakt aufgenommen und ich habe ihm auf diese Dinge hingewiesen. Ich habe jetzt vor, dass ich endlich dieses Buch, das zu zwei Drittel fertig ist, seit 10 Jahren, nächstes Jahr abschließe. Und ja, entweder wird es irgendeinen Effekt haben. Es ist aber eine sehr gute und bewährte Methode in Österreich, dass man also diese Dinge mit dem Mantel des Schweigens bedeckt, nicht? Da braucht man Rezensenten in prominenten Zeitungen und so weiter und so fort. Und das sind ja Dinge, die unser Geschichtsklischee über die Habsburger Monarchie gründlich zerstören. Ja? Und das möchte man nicht. Man möchte viel lieber als den Kaiser Karl und die Sisi und den Franz Josef und alle diese schönen Dinge im Geschichtsbewusstsein behalten und nicht das. Rudolf Adelt war. Also, ja, Gerhard, bitte. Eine faktische Richtigstellung. Ich habe nicht das Wort natürlich oder selbstverständlich indirekt also verwendet für diese Erschießungen über die Hauptmann. Das kann ich nur unterstützen, schon seit ich, wo ich noch da gewesen bin, angefangen hat zu forschen. Das ist klar, aber ich meine, natürlich heißt das, oder in dem Zug nicht verwunderlich ist, dass das also ein Phänomen ist, das ja nicht auf die Habsburger Monarchie alleine beschränkt ist. Auch in Frankreich wird heftige Debatte wird geführt über diese Kriegshinrichtungen und Kriegsaktionen. Selbst also in England also gibt es also die Frage der also Exekutionen. Ich meine, das ist ein Phänomen, das gerade sich... Nein, Zivilisten, also dort geht es ja, ich meine, Zivilisten ist ja in den habsburgischen quasi Kolonialgebieten also motiviert, also mit Gegnerschaft, mit Verletzung, mit der Kriegsgesetze, also das ist ja nicht zu vergleichen mit den nationalsozialistischen Erschießungen. Es ist, der quantitative Zahl ist groß, aber es wird hier kriegsrechtlich argumentiert, wenn ich es richtig sehe. Und da gibt es durchaus... Also Parallelen auch also bei den anderen Großmächten. Ich rede gar nicht von zaristischen Russland. Rudolf. Auch dagegen sprechen, denn das sind nicht wegen erwiesener Verbrechen aufgehängt worden, sondern präventiv, weil sie verdächtigt wurden, Spione zu sein. Ja? Frauen, zahlreiche Frauen sieht man auf diesen berühmten, berüchtigten Galgenfotos, die in dem Buch vom Holzer zu finden sind. Das jetzt erst vor kurzem erschienen ist. Darf ich dann auch einmal... Bitte, Rudolf, jetzt. Also, ich möchte an diesem Beispiel Kaiser Karl und Erster Weltkrieg, die Hinrichtung im Ersten Weltkrieg oder auch eben dieses Lager zum Beispiel, die Lager der Internierungen, ja, die von den Zeitgenossen damals schon Konzentrationslager auch genannt wurden. Ja. Gerade Stalerhof war also ein großes Lager, wo Italiener, Tiroler, also Deutsch-Tiroler, Serben, alle möglichen also Gruppen also hier interniert waren unter schrecklichsten Bedingungen und dort sehr viele also dann an Krankheiten aufgrund der mangelnden medizinischen Versorgung gestorben sind. Ja. Oder eben die Standgerichtsverfahren, ja, auf Verdacht hin, ne, die vor allem also in
im Jahr 1915 ganz dramatische Auswirkungen hatten. Die Gerichtsbarkeit, die dem Militär übertragen war, in weiten Teilen, das muss man alles also mitsehen. Nur, es gibt zwei unterschiedliche Probleme. Die einen sagen, das hat überhaupt nicht existiert. Die hat es nicht gegeben. Ja? Dort würde ich meinen, da hat die Geschichtswissenschaft sehr wohl den Wahrheitsanspruch, ja? Und den erhebt sie auch immer. Das hat es gegeben. Das sind nicht Fälschungen, diese Fotos. Ja? Das sind nicht Fälschungen, diese Urteile. Ja? Es gibt ja auch sozusagen immer wieder also Verschwörungstheorien, dass sozusagen hier quasi die Feinde des Habsburgerreiches all dann diese Quellen also produziert haben. Das ist einmal festzustellen. Aber natürlich die Bewertung dieser Sachen geht sehr weit auseinander. Die einen sagen, das ist sozusagen eine in Kriegen überall vorkommende Erscheinung. Die anderen sagen, und das war ja auch das Verdienst also von Hans Hauptmann, aber auch übrigens die Zeitgenossen. Man lese die Parlamentsdebatten im Jahr 1917 im Abgeordnetenhaus des Reichsrates. Da kommen alle diese Dinge zur Sprache. Es gab in der Arbeiterzeitung genügend Berichte darüber. Es gab in den letzten Tagen der Menschheit thematisiert Karl Kraus dieses Thema. Ja? Also es ist nicht so, dass es ein Geheimnis war. Aber es ist natürlich unterschiedlich beurteilt worden. Jene, die sich sehr stark identifiziert haben mit dem Habsburgerreich, ja, haben und auch später interessiert waren, diesen Mythos dieses Habsburgerreichs, den habsburgischen Mythos aufrechtzuerhalten, haben das natürlich entweder geleugnet oder gesagt, das war eine Kriegsnotwendigkeit oder es war eine sozusagen quasi Bagatelle. Das waren die, ja, das ist halt das, was immer passiert irgendwo. Ja. Natürlich auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, hier können wir vielleicht in der Auffassung von Militär, des Militärs, in der Auffassung auch vieler ziviler Behörden etwas sehen, nämlich dass völlig selbstverständlich mit der Verletzung von Bürgerrechten, von Bürgern des Habsburgerreiches umgegangen wurde, dass Verfassungsbestimmungen verletzt wurden, dass die Grundrechte aufgehoben waren, in weiten Teilen während des Krieges, weil man das als kriegsnotwendig ansah. Ja. Und das ist so, wie man heute auch debattiert in den USA, ist Guantanamo sozusagen notwendig, legitim oder nicht. Ja. Also wir haben hier ein Wechselspiel von unseren Bewertungen heute und natürlich jemand, der solche Entwicklungen als gegen die Menschenrechte gerichtet sieht, als Verletzung von grundlegenden Verfassungsprinzipien der USA, der wird auch einen offeneren Blick haben für so etwas in der Habsburgermonarchie. Also ich würde davor schon warnen, die Geschichtswissenschaft in lauter reine Konstruktionen, das ist Fiktion. Auch unsere Modelle von diesem Raum sind ein Modell. Aber wir können uns sehr praktisch in dieser Konstruktion von Realität bewegen. Ja. Und wir können nicht einfach sozusagen also das in eine Fiktion verwandeln, ja, und dann meinen, wir können also, weil es eine Fiktion ist, jetzt also da hinten durch die Wand marschieren. Ja. Wir brauchen uns nur eine andere Konstruktion dazulegen. Ja. Nein, die Wand ist da. Ja. Es ist unser Bild für unsere Lebenspraxis ganz wesentlich. Aber und da sehen wir aber eines, da stoßen wir auf eines, auf massive, und das interessiert mich eigentlich auch so, was ist es, dass Menschen bezüglich der Geschichtsbilder, die sie selbst in sich tragen, die Gesellschaftsbilder, so leidenschaftlich sind, dass man wegen einer verlorenen Schlacht vor Hunderten von Jahren sozusagen bereit ist, in Kriege zu ziehen, Massaker zu veranstalten, ja, wo man sagt, also bitteschön, was soll das? Aber offenbar, dieses historische Ereignis trägt einen hochemotionalisierten Mythos
für die, der quasi als konstitutiv betrachtet wird, für Serbe sein. Und genauso haben wir natürlich bei Österreich, also unsere Mythen. Und wir hängen natürlich noch immer an Bildern wie dem Habsburgerreich. Und es ist noch immer schwierig, über dieses Habsburgerreich in einer etwas entemotionalisierten Weise zu sprechen. Das habe ich gemeint zuerst, weil das, wie ich zur Zeitgeschichte gekommen bin, das war durch ein Seminar über das Jahr 1914 an der Universität Wien. Nämlich 50 Jahre 1914 war er. Ja. Heute sind wir fast bei 100 Jahren und es hat sich sozusagen die Hitze, die da unter der Asche ist, eigentlich noch immer nicht abgekühlt. Und es lassen sich, wir werden sicher im Jahr 2014 enorme Diskussionen über Kriegsschuld, über diese Jahre 1914 bis 18 erleben, weil man sie auch sieht in Ausstellungen, wie sozusagen das Bild und das lieben Politiker natürlich von Geschichte gezähmt wird, verharmlost wird, sozusagen kompatibel gemacht wird. Sozusagen man trinkt ja auch gerne einen guten Whisky oder einen guten Wein oder isst etwas Gutes. Ja. Geschichte soll nicht eines sein, ja, dass man plötzlich drauf kommt, das brennt in einem drinnen und ist gar nicht angenehm. Das rüttelt einen auf. Ja. Und damit, glaube ich, in diesem Spannungsfeld leben wir Historiker und damit sollen wir uns durchaus, sagen wir mal, realistisch in unsere Rolle versetzen. Das war schon fast das Schlusswort. Hat noch jemand? Bitte, wir haben schon noch Zeit. Bitte. Entschuldigung. Dass wir nicht auf eine zielgerichtete, bessere Welt zu wandern. Wenn alle genug wissen würden, würde das passieren. Wie immer die Welt dann ausschauen würde, weil da gibt es ja auch unterschiedliche ideologische Ansätze von einer idealen Welt. Ich glaube, dass doch der Mensch selber auch ein bisschen was Grausames in sich trägt, dass man durch Bildung nicht ganz rauskriegen kann. Es sind ja nicht nur die dummen Menschen gewesen, die dem Hitler nachgerannt sind zum Beispiel. Es waren ja kluge, intelligente Menschen auch. Und glauben Sie nicht, dass Sie sich an Reichweite nehmen, durch das, dass vielleicht die Forschung zu stark ideologisch geprägt wird. Sollte man dann jetzt vielleicht einmal eine Trennung, ich bin ein Jurist, zwischen Tatbestand und Rechtsfrage, zwischen dem, was passiert ist und dem, wie man es bewertet, einführen? Ja, Hartmann. Ja, nun, ich glaube, dass man schon zuerst einmal wissen muss, Dinge, die niemand bisher erfahren hat. Ja, das ist einmal schon die Voraussetzung dafür. Zeitgeschichte, und das ist mein Kritikpunkt, hat sich nämlich in den letzten 20 Jahren eher so hinentwickelt in Diskursanalysen, dass Interessante an der Geschichtswissenschaft ist aber immer noch, wenn man was Neues entdeckt. Ja? Und das ist einmal ohnehin schon die Grundlage, damit man auch versucht, zu einem anderen Geschichtsbild zu kommen. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man sagt, naja, die Leute wollen das halt, so ein harmonisches Geschichtsbild. Das stimmt nicht. Die Mächtigen da oben wollen das, ja? Das ist das Entscheidende. Und da halte ich mich an den guten alten Karl Marx, der gesagt hat, dass die herrschenden Gedanken in einer Gesellschaft die Gedanken der Herrschenden sind. Und das können wir heute jeden Tag von Neuem erleben, wenn wir in unsere Zeitungen schauen, den ORF sich anhört und so weiter. Es gibt Ausnahmen. Man braucht nur einmal deutsche Sender einschalten. Was dort für kritische Dinge angesprochen werden. Ja, das ist alles bei uns nicht zu finden. Ja, das ist alles ein Einheitsbrei. Und darum bin ich der Meinung,
dass man da provozieren muss. Ja? Und das, dazu bin ich fest entschlossen. Ich muss auf niemand mehr Rücksicht nehmen. Ja? Ich bin längst im Ruhestand und ich bin fest entschlossen, mit meinen zukünftigen wissenschaftlichen Forschungen und Publikationen den Herrschenden bei uns sehr fest auf die Zehen zu steigen, sodass sie aufjaulen, ja? Damit wenigstens da was zustande kommt. Die Gefahr besteht, wie gesagt, die haben die Macht, dass das verschwiegen wird, verduscht wird. Ja? Aber ich werde einen Ausweg finden. Gabriela. Ich möchte nur ganz kurz einen Satz zu Ihrem Karl-Marx-Zitat sagen. Ich halte mich da eher an Antonio Gramsci, der von der Hegemonie gesprochen hat. Und die Hegemonie haltet die Gesellschaft mehr offen und lasst auch zu, dass es nicht nur eine Hegemonie gibt, sondern irgendwie auch sogenannte Untergruppen. Oder parallel. Und jetzt sage ich etwas, nämlich Paralleldiskurse, wie über etwas gesprochen wird. Bitte, Edith. Ja, heute ist sehr oft vorgekommen auch der Erste Weltkrieg und das ist ähnlich wie der Nationalsozialismus doch mehr oder weniger ein Lieblingsthema der Zeithistoriker. Was mich interessieren würde, ist, wie weit zum Beispiel Zeithistoriker in die Zeit, in die Gegenwart hineingehen oder in die beinahe Gegenwart. Dass man einen Bogen spannt, zum Beispiel vom Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg noch bis in die Jugoslawienkriege, zum Beispiel in, ja, wo dieses Klischee der Serben, die also den Franz Ferdinand erschossen haben, bis zum Peter Handke, der also wirklich ungeheuer niedergemacht wurde, weil er nur wagte, die Serben, dieses Bild der Serben zurechtzurücken. Dieses Bild der Serben, das also schon wirklich ein absolutes und negative Punzierung hat, im Gegensatz zum Beispiel zu Kroatien, das also sofort gehätschelt wurde und sofort also versucht, dass man die in die EU bringt und so weiter. Wie stark spielen die Zeithistoriker in solchen brisanten Fragen, die also weit in die Geschichte zurückgehen, aber die also ganz massive Auswirkungen in der Gegenwart haben, wie weit spielen die Zeithistoriker da eine Rolle? Das war, glaube ich, noch eine Frage. Bitte. Das ist, glaube ich, dieselbe Frage in einer leicht anderen Wendung. Ich habe fasziniert zugesehen, dass ich dabei sein durfte, wie die Kaderschmiede der österreichischen Zeitgeschichte sich hier um einen Tisch versammelt. Und das Thema, an dem die sich festreden, ist der Erste Weltkrieg. Ich hatte eigentlich in den letzten Jahrzehnten gemeint, es sei gar nicht mehr Zeitgeschichte. Und ich wollte fragen, warum redet ihr euch nicht an etwas näheren zeitgeschichtlichen Themen fest? Okay, hier war auch noch eine Frage, bitte, Harald. Nach der Diskussion und dort fortsitzend, wo die Vorfrage geendet hat, bleibt mir die Frage, wie bringt man denn den Geschichtslehrern bei, dass sie nicht vor 150 Jahren aufhören? Denn das muss ja da rauskommen, dass wir den Kindern in der Schule vor 150 Jahren schon aufhören. Helmut Konrad hat spontan reagiert. Herr Nitzhammer, es ist tatsächlich so, wir haben zum Ersten Weltkrieg einen riesigen Nachholbedarf. Die österreichische Zeitgeschichte, so wie wir da sitzen, Hans Hartmann ist sozusagen der weiße Rabe, haben uns in Wirklichkeit immer für den Nationalsozialismus und die Zeit rund um den Nationalsozialismus interessiert und der Monolith Auschwitz hat uns den Blick auf den Ersten Weltkrieg verstellt. Jetzt erst, wir haben keine Fritz-Fischer-Debatte gehabt hier, wir haben nichts gehabt also in diesen Sachen, sodass erst jetzt also der Erste Weltkrieg in ein ganz neues Licht drückt und ich glaube, dass das, was Gerhard Botz und mich in dieser Frage trennt, ist, dass ich tatsächlich glaube, die Zeitgeschichte hat noch einmal dort anzusetzen. Dass wir uns da festgebissen haben, mag ein interner Diskurs sein. Aber Edith, ich gebe dir schon recht.
wir sind, wenn wir beim Ersten Weltkrieg sind, sind wir auch im Jahr 2008. Und ich lebe ja einen Teil meines Lebens am Kosovo-Polje mittendrin und probiere unten sozusagen auch die ärgeren Scherben, die Politik der letzten Jahre dort angerichtet hat, zumindest also für die nächste Generation, mit zu kitten. Und da ist man dann einfach mittendrin. Und wenn man so schaut, was auch sozusagen die sozusagen Arbeiten sind, die wir dazu schreiben, so ist es zum Teil ja gar nicht mehr Geschichte, sondern es sind tatsächlich auch sozusagen Handlungsanleitungen für gegenwärtige Gestaltungen unter dem historischen Aspekt. Der Rudi Adelt hat gesagt, eine Niederlage, die Serben haben das überhaupt nicht verloren, die Schlacht am Kosovo-Polje, bis unten, wenn man unten es genau sieht. Der türkische Sultan ist gestorben, sein Grabmal steht dort, ist gefallen in der Schlacht, der serbische Turm steht dort und die Kosovaren, haben jetzt mit schönem Geld das türkische Grabmal restauriert und mit Marmor ausgekleidet und vor dem serbischen Turm stehen ein paar slowakische Soldaten, die sozusagen verhindern, dass man den dort den Erdboden gleich macht. Da springt dann die Geschichte direkt an in allen Wandlungen und Machtverhältnissen. Selbstverständlich agieren wir als Historiker, also in der Zeit, in der aktuellen Zeit. Aber wir könnten da unten überhaupt nicht agieren oder überhaupt nichts tun und nichts machen, wenn man nicht, was weiß ich, gar nicht sozusagen das 14. Jahrhundert brauchen, aber wenigstens das 19. Jahrhundert brauchen. Deswegen ist also die Frage, wann fängt Zeitgeschichte an und wo beißen wir uns fest, heute für eigentlich eine, die man sehr schwer beantworten kann. Je nachdem, an welchem Gegenstand wir sind, brauchen wir unterschiedliche historische Tiefendimensionen. Also ich würde mir die Demokratisierung des Staates Österreich nicht nehmen lassen, dass man sie bis 1848 von 1848 wegzeichnen muss und dass das Zeitgeschichte ist. Wenn die Wirtschaftsgeschichte der Republik mache, dann fängt die 1918 an. Und wenn ich also Geschichte des Frauenwahlrechts mache, fängt das auch zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Das heißt, die jeweilige Fragestellung bestimmt die Tiefendimension. Und ich halte den Ersten Weltkrieg im Moment für die viel, viel spannendere Fragestellung aus dem Zweiten Weltkrieg, also im geschichtsmethodischen Diskurs. Und also daher glaube ich schon, dass das Festbeißen am Ersten Weltkrieg auch sozusagen ein gewisses Signal für einen gewissen Trend in der österreichischen Zeitgeschichteforschung war, auch sozusagen für das Selbstbewusstsein, dass wir sagen, die Zeitgeschichte wäre akademisch nach den Wünschen der Neuzeitler eigentlich mit 1945 festgeschrieben und hätte daher die ganzen sozusagen heiklen Fragen des 20. Jahrhunderts auslassen müssen. Auch mit unserem Selbstbewusstsein zu sagen, na, Moment mal, schon langsam mit den jungen Pferden. Wir wollen also ein bisschen weiter zurück und ich halte den Ersten Weltkrieg daher absolut für das Thema. Ich habe da mehrmals Kopfschütteln gesehen, ja, bitte. Also muss ich schon ein bisschen widersprechen. Helmut Konrad hat schon recht, dass also der Erste Weltkrieg also ein interessantes Thema wird. Ob es 2014 also das große Thema ist oder sein muss, bezweifle ich. Denn es ist doch eines klar, dass also die thematischen Verschiebungen auf einen Fokus hin des Interesses, der Forschungsorientierung, des Geldes, der öffentlichen Aufmerksamkeit, der Jahreszahlen hängt, das natürlich auch damit zusammen, andere Foki, Brennpunkte verschieben, verdrängen, beiseite schieben. Und das ist natürlich eine politische Frage. Ja. Und daher gibt es immer wieder die Verschiebung. Ich kann mich erinnern, im Jahr 1985 hat man also ausgerufen, das Jahr der Zeitgeschichte, aber Zeitgeschichte endlich wegzukommen von 1938 und der NS-Zeit. Buseck hat das besonders gefördert als Minister damals, wenn ich mich nicht täusche, oder die ganze Regierungsmannschaft. Und ein Jahr später bricht die Waldheim-Affäre los mit der NS-Zeit. Ich glaube auch nicht, dass es, also ich meine, durchaus legitim, diese Dinge zu behandeln. Und dann gibt es das Diktum, das nicht nur der Hobsbawm aufgebracht hat, also der Ursünde des 20. Jahrhunderts, Erster Weltkrieg. Das Lied, das geistert so im Raum, das wird man nicht auch in Österreich machen können. Ich bin durchaus der Meinung, dass man das nachholt. Aber haben wir in Österreich wirklich eine Debatte über den Zweiten Weltkrieg geführt? Das ist doch eher nur von Outsidern also gemacht worden in Österreich, in der österreichischen Zunft und von Deutschland also auch sehr stark ausgegangen. Also darum bin ich also schon ein bisschen skeptisch, wenn sozusagen diese Sache so weit zurückgeht. Die andere Sache ist noch, das ist mir ein Anliegen, das zu sagen, ich
stimme auch mit Helmut Konrad hinein, dass es sehr schwer ist und unsinnig ist, Zäsurjahre zu postulieren, die für alles gilt. Das ist eine Konvention, die Zeitgeschichte ist in der österreichischen Universitätspraxis eine, die mehr oder weniger 1918 beginnt. Das ist die Lehrkanzleinteilung, die Institutseinteilung. Aber Zeitgeschichte, nach meinem Verständnis, ist eine Geschichte, die Perioden behandelt, Themenbereiche behandelt, das ist schon was anderes, das kann sich schon aussplitten, die in der jeweiligen Gegenwart als heiß, als vergangen, als noch nicht mehr Gegenwart, aber als sehr stark in die Gegenwart hereinwirkend empfunden werden. Also ich nenne das also eine Geschichtsmentalität, die gegenwärtig betrachtet wird. Das ändert sich, das kann sich verschieben. Ist von Land zu Land also unterschiedlich, es verändert sich auch in periodenweise und es ist segmentiert unterschiedlich. Also ich bin auch der Meinung, dass also die politische Geschichte leichter 1918 zu, dass man das beginnen kann, also in Bezug auf Verfassung, auch das stimmt alles nicht, es gibt immer Vorläufer. Aber dass man etwa in der Gesellschaftsgeschichte, Sozialstrukturgeschichte, politischen Parteiengeschichte mehrere Jahrzehnte zurückgreifen muss, in Österreich zum Beispiel. Aber das ist von dem aus definiert, was wir jeweils in der Gegenwart für uns relevant, besonders relevant erachten. Die traditionelle Geschichte sagt, die ist eine kalte Geschichte, das kann man distanzierter anschauen, da braucht man nicht mehr so streiten. Stimmt auch nicht, also was werden eben diese Amselsfeld-Debatte, also ist ja also ein anderes Beispiel, und die Preußen-Debatte, also in Deutschland hat ja auch gezeigt, dass also dort auch sehr heftig, also für den Zweiten und die ganzen selbst also noch die Staufer-Debatte hat ja also eine große Diskussion ausgelöst, also in den 70er Jahren, glaube ich. Das ist mein Zugang. Nur ein Interesse dort und dorthin zu verschieben oder dort anfangen zu lassen, hat auch die Gefahr, dass dadurch automatisch Rechtfertigung und Abwendung vollzieht. Auf der anderen ist jede Fokussierung, natürlich hat die Fokussierung auf Bürgerkrieg, also auf Nationalsozialismus in Österreich den sogenannten Austrofaschismus, den ich als autoritäres System bezeichne, verdeckt. Auch das ist also ein Problem, das man also mitbedenken muss, und das in Österreich, in der Hinsicht sind wir zurückgefallen im öffentlichen Bewusstsein, in der Forschungssituation, mehr oder weniger mit Modifikationen, hinter den Zustand, der vielleicht also schon am Ende der 70er Jahre erreicht gewesen ist. Aber das muss man sehen und nicht als sozusagen gegeben annehmen, sondern muss unter Umständen sehen, auf welcher Welle man reitet, und dann muss man dagegen steuern. Und daher bin ich der Meinung, und das ist ja auch ohnehin bei uns, glaube ich, ziemlich konsensual, dass auch zur wissenschaftlichen Bearbeitung mit den Metiers, mit den Methoden, die wir anzuwenden versuchen, immer auch also die Interessensgebundenheit zu bedenken ist, aber eher in einer kritischen Distanz, wie wir das dann hoffentlich verstehen. Wir definieren ja das unterschiedlich, was ist kritische Distanz zu der gängigen Hegemonie und den Gegenpositionen, aber aus dieser kritischen Orientierung heraus unseren Incentive bekommen, also zu forschen, den Drive. Und daher, in der Hinsicht halte ich es, also versuche ich es zu halten, das theoretisch natürlich gesagt, vom Engagement zur Distanzierung, vom Engagement der politischen Interesse, das uns das Feuer gibt, zur Distanzierung, die durch Methoden, durch Quellen, durch Distanz, durch eine gewisse Abkühlung erreicht werden kann. Ja, Adelt, bitte. Ich glaube, das Jahr 1914 ist einfach deshalb von mir ins Spiel gebracht worden. Zuerst, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich nicht mehr Zeitgeschichte. Ja? Also das ist schon 100 Jahre fast zurück. Ja? Und man könne sozusagen leidenschaftslos irgendwo mal daran gehen. Aber ich sehe an vielen Diskussionen immer wieder, dass das nicht so ist. Ja? Und ich denke, das auffälligste Merkmal ist, wenn wir also anschauen, historische Landesausstellungen, Großausstellungen, wie jetzt die im Parlament, man sage mir, wer der wissenschaftliche Leiter ist. Ja? Und ich kann eigentlich... Ich sag's dir, Karnan. Ja, ich weiß. Ja. Und
Also man kann schon fast vorhersagen, wer zum Beispiel solche Großereignisse inszeniert, ja, von den Historikern. Ne? Und das ist natürlich schon, und da kommt genau das heraus, ja, es soll der Würde des Hauses angemessen sein. Ja? Es soll dem historischen Andenken eines Landes angemessen sein. Also wir sind nicht gerade die streitfreudigsten bei solchen Events. Ja? Das sind aber natürlich, es geht bis herauf, ja? Das sind, wenn ich mir vorstelle, vor etlichen Jahren gab es den Plan, ein großes Salzkammergutprojekt zu machen, ja? Das ist gestorben gewesen. Ja? Und dann ist sozusagen also diese wirklich sehr lukulische und sehr nette Ausstellung jetzt über das Salzkammergut gekommen. Ja? Aber da war so viel ausgeblendet in dieser Ausstellung. Ja? Aber das ist sozusagen politisch verdaubar. Ja? Noch ärger ist natürlich, wenn wir uns bestimmten kritischen Fragestellungen heute stellen. Ja? Als Zeitgeschichtler. Und ich denke, nur wir haben eines, vielleicht sozusagen ist die Frage ja, des Wiedererstarkens des rechten Lagers etwas, was Leidenschaften hervorbringt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob zum Beispiel also die Transformation der Stahlstadt Linz, die wir gerade jetzt auf einem Symposium besprechen, ja, ob die große Leidenschaften hervorbringt. Vielleicht auch. Ja. Vielleicht schlagen sich die Vertreter des Verstaatlichungskonzepts ja, und die Vertreter des Privatisierungskonzepts ja, dann die Schädel ein und hauen wieder uns Zeitgeschichtler und sagen, so was Blödes, also was da diese Zeitgeschichtler also da bringen. Je nach Position. In manchen, natürlich mit Serbien, haben wir, ist klar, da haben wir aber klar in Österreich eine Schwäche, bitte, weil wir relativ wenig internationale, über Österreich hinausgehende Zeitgeschichtsforschung betreiben. Das wissen wir. Zeitgeschichte ist in Österreich wirklich mit einem Mangel behaftet, dass sie auch in den 60er Jahren hauptsächlich gegründet wurde mit einem nationalgeschichtlichen Auftrag. In einem nationalgeschichtlichen Auftrag, daher auch Große Koalition. Und dass damit eigentlich etwas passiert ist, und das gab es auch in Evaluierungen zur österreichischen Zeitgeschichtsforschung, ja, dass wir ein bisschen, würde ich so sagen, borniert geworden sind, ja, oder manchmal in Österreich sozusagen der weite Blick nach hinaus vielfach gefehlt hat. Also Deutschland rückt noch irgendwo also notwendigerweise in unseren Fokus mit rein. Aber wir sind doch schon gar nicht mehr ausgebildet in den Sprachen des Habsburgerreiches, ja, um die Zeitgeschichte der Tschechoslowakei, Ungarns und so weiter einfach einbeziehen zu können. Ja. Wir können nur mit Historikern dieser Länder machen. Aber das ist ein extremer Mangel. So, darf ich bitte mit Ihrem Einverständnis der Gabriela Hauch das Wort geben zum Thema jetzt noch, willst du was sagen und dann auch um das Schlusswort bitten. Naja, ich wollte nur sagen, ich glaube, diese Problematik mit Serbien und Österreich ist irgendwie einzubetten in das Trias Antisemitismus, Antiziganismus und Antislawismus. Und das betrifft nicht nur Österreich, sondern ist eine Entwicklung, die Europa seit dem 19. Jahrhundert prägt, wie ich meine. Nochmal anknüpfend an dieses auch Gelächter hervorgerufene, wer hat irgendwie jetzt diese staatstragende Ausstellung im Parlament gemacht und keiner. Und hierbei, glaube ich, ist in den letzten 20, 30 Jahren eine Veränderung in dem Verhältnis von Parteipolitik und Geschichte passiert. Vor 20, 30 Jahren hat man an dem Gegenstand der verschiedenen Forscher und Forscherinnen, nicht an allen, aber an einigen, erkennen können, welche parteipolitischen Interessen sie mit ihren thematischen Forschungen verfolgen. Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich hier eine Änderung ergeben, nämlich die parteipolitisch orientierten Historiker und Historikerinnen sind nicht mehr an ihren Themen
zu erkennen, sondern daran zu erkennen, wie sie verschiedene Themen behandeln, wie sie darstellen, welche Methode sie haben und auch, wie sie beauftragt. Das ist aber nur eine Linie. Auf der anderen Seite denke ich mir, muss man da auch sehr vorsichtig sein und nicht gleich von einem politisch ganz klar geprägten Auftraggeber auch auf die inhaltliche Beurteilung von Ausstellungen schließen zu können. Ich denke mal, diese beiden Dinge muss man auseinanderhalten, aber in der großen Linie hat sich eine Veränderung ergeben in der sogenannten parteipolitischen Geschichtsforschung. Noch ein Wort zu Herrn Wurm und seine Frage, was kann man tun, dass nicht 150 Jahre und so weiter. Ich wollte auch auf die Lehrpläne, die bestehenden hinweisen und auch darauf hinweisen, dass es eben in Österreich teilweise im Gegensatz zu gewissen Phasen in Deutschland und anderen Ländern an Universitäten eben die Didaktik äußerst vernachlässigt wird. Und da wollte ich jetzt ein sehr persönliches und positives Schlusswort, weil auch mir schmeckt Wein gut, auch wenn ich brennende geschichtliche Fragen auch liebe, sagen, Linz, in Linz gibt es eine Initiative, eine Kombination der Stadt Linz, aber auch seit langem bestehende Interessensbekundungen von Seiten des Landes und auch von der Seite der Universität, mehr geistes- und kulturwissenschaftliche Inhalte hier an die Ausbildungsstätten hereinzubringen, aber auch in das ganze regionale Gebiet. Und hier vor allem irgendwie thematisch ganz in das schwarze Treffen des heutigen Abends gibt es eine Initiative für ein Studium der politischen Bildung. Thomas Helmut sitzt hier und auch Manu Hiesmeier vom Institut für Gesellschaftspolitik der Johannes Kepler Universität. Und ich denke mal, da wird Linz irgendwie auch einen guten Schritt vorangehen. Ja, herzlichen Dank für die. Ganz herzlichen Dank für die tolle Diskussion am Podium mit dem Publikum. Ich glaube, es war wirklich ein ganz toller Abend für Interessierte in der Zeitgeschichte. Ich danke noch einmal, wünsche Ihnen einen schönen Abend.